Wenn ich schnell eine E-Mail schreiben muss, bin ich in einer sehr vergleichbaren Situation und meine Tippbehinderung ist genau dieses Scheißkind, das mich am Erreichen meines Zieles hindert. Wer von euch kann wirklich mit 10 Fingern tippen? Dann ruft auf die Bühne den ersten der zweiten Runde. Jay Glünderling! Mein Text trägt den Titel Handschrift Yeah, Handschrift Yeah, Yeah, Handschrift Woo. Stellt euch vor, ihr habt es eilig. Richtig eilig. Ihr rennt auf eine rote Ampel zu. Vollsprint. Jede Sehne eures Körpers ist angespannt. Den ersten Fuß habt ihr bereits auf die Straße gesetzt. Da blickt ihr plötzlich neben euch in zwei große, unschuldige Kinderaugen. Ihr stoppt. Abrupt. In guter alter Körperklaus-Manier fliegt ihr fast auf die Fresse. Und jetzt müsst ihr warten. Weil da dieses Scheißkind steht. Und weil da ja auch dieser gelbe Sticker an der Ampel ist, der einen ermahnt, Kindern immer ein Vorbild zu sein. Das Kind guckt euch dumm an. Die Rotphase dauert Ewigkeiten. Kein Auto weit und breit. Mit jeder Sekunde steigt euer Hass auf dieses bekackte Kind. Der Blick der Eltern heftet sich misstrauisch an euch. Wie gerne würdet ihr einfach über die rote Ampel stratzen, aber dann würde euch das Kind womöglich direkt folgen und euretwegen brutal von einem heranrasenden Laster erfasst werden. Wenn ich schnell eine E-Mail schreiben muss, bin ich in einer sehr vergleichbaren Situation und meine Tippbehinderung ist genau dieses Scheißkind, das mich am Erreichen meines Zieles hindert. Wer von euch kann wirklich mit 10 Fingern tippen? Wirklich mit 10 Fingern? Ja, dann merkt ihr plötzlich das ja aus und sagt das ja. Ist schön für euch. Ich kann es nicht. Ich bin das Paradebeispiel für das Versagen unseres Bildungssystems im Umgang mit digitalen Medien. Das Tippen am Computer musste ich mir selbst beibringen. Und ich habe es mir so richtig scheiße beigebracht. Bis heute tippe ich nur mit den beiden Zeigefingern. Die anderen Finger schlabbern dabei wie totes Fleisch untätig an meiner Hand herum. In jedem zweiten Wort vertippe ich mich. Meine Backspace-Taste ist abgenutzter als das E. Wenn ihr wissen wollt, wie präzise ich tippe, dann schmeißt mal ein MacEagle auf eure Tastatur. Mhm, genauso präzise bin ich nämlich. Cool ist auch, dass mein Laptop eine integrierte Maus hat. Beim Schreiben komme ich liebend gerne mit dem Ärmel darauf und schreibe so eine Minute lang irgendwo in meinem Text weiter, ohne es zu bemerken. Mein Blick muss nämlich wegen meiner Tippbehinderung konstant auf die Tastatur gerichtet bleiben. Die integrierte Laptop-Maus habe ich daher mit Gaffertape zugeklebt. Der Einzige, der mir bei meiner Tippbehinderung immer helfend beistand, ist heute nicht mehr unter uns. Wahre Helden sterben leider aus. Somit ist das hier auch ein Nachruf auf ihn. Karl Klammer, auch bekannt als die Büroklammer von Word. Ruhe in Frieden, Bruder. Wir Menschen können heutzutage eine Sonde auf einem 500 Millionen Kilometer entfernten Kometen punktgenau platzieren, aber hatten immer noch wie die Trottel auf einem Keyboard rum. Wollt ihr mich verarschen? Die Tastatur, das ist ein Relikt der Schreibmaschine, die vor mehr als 300 Jahren erfunden wurde. 1714 nämlich, also 301 Jahre. In all der Zeit hat der Mensch es nicht auf die Kette gekriegt, eine weniger demütigende Art und Weise zu erfinden, um Texte verfassen zu können. Meine Art zu tippen ist nämlich eine echte Behinderung. Wegen ihr sollte ich auch günstiger ins Kino kommen, finde ich. Vor einem Jahr wurde es dann richtig schlimm. Ich begann einen Bürojob an einem Schreibtisch. Mit Computer. Und Tastatur. Mein Beruf besteht zu 80% daraus, E-Mails zu schreiben. Das ist richtig hässlich. Man schickt doch auch keinen Pokémon-Trainer ohne Pokébälle ins hohe Gras. Meine Chefin ist dazu noch eine Sadistin. Dank mir hat sie ein neues Hobby. Sich neben mich stellen, mir bei meiner Tippbehinderung zusehen und süffisant sagen, ich solle mich nicht stören lassen. Dabei glotzt sie mir jedoch die ganze Zeit auf die Finger mit einem mega aggressiven Marietta Slomka-Blick. Meine Tippfehlerquote schießt sofort ins Unermessliche. Lieber hätte ich es, meine Chefin würde mir beim Ficken oder Kacken oder bei beidem gleichzeitig zugucken. Und Ficken und Kacken gleichzeitig ist schon ziemlich krass. Ihr lacht aus Erfahrung. Lange Zeit sah ich mein minderbemitteltes Slow-Motion-Getipp als cooles Statement gegen die omnipräsente Effizienzgeilheit an. Es war der Freiheitsschrei in die Steppe des kapitalistischen Irrsinns, die Fackel in der Finsternis des Burnouts. Nun stellte ich fest, dass es einfach nur krasse Zeitverschwendung war. Daher entschied ich mich, einen 10-Finger-Kurs an der Frankfurter Volkshochschule zu besuchen. Ich wünschte mir ein knallhartes Tastatur-Bootcamp.
mit so einem richtigen Full Metal Jacket Drill Sergeant, dem er bei jedem Vertipper eine Peitsche durch die Fresse ziehen würde. Bei dem ich für jeden falschen Anschlag 100 Liegestütze auf einer Hand und mit Klatschen machen müsste. Ein Drill Sergeant, der völlig eskaliert, wenn man nur mit 9 Fingern tippt und rumbrüllt wie ein Grizzly, der wütend ist. Stattdessen tätschelte mir mein Tippleger Rüdiger bei jedem Verschreiber zärtlich den Hinterkopf und sagte: Macht nichts, mein Junge. Beim nächsten Mal wird's sicher besser. Ich bin mir ganz sicher. Diese einfühlsame Art hatte keine Chance im Kampf gegen meine gut trainierte Lernresistenz. Ich brach den Kurs und 5 weitere ab. Schließlich kapitulierte ich von meiner Tippbehinderung. Seitdem bin ich auf der Suche nach einer finnischen Freundin. Falls ihr eine Finnin kennt, empfehlt mich bitte. Sie soll mich mit in ihr Heimatland nehmen und sich mit mir paaren. Denn in Finnland wird ab nächstem Jahr das Lehren der Schreibschrift in Grundschulen abgeschafft. Die Schüler lernen dort nur noch das effiziente Tippen am Rechner. Sie werden gesegnet mit den schnellen Fingern. Es ist ihr Sprung in die Freiheit. Wie am Ende von Free Willy. Oh, da war eine über die Mauer. Dort ist es vorbei mit der tagtäglichen, traurig-tragischen Tastaturtortur. Finnland. Tippland. Genau hier. Nur hier sollen meine Nachkommen geboren werden und meine Kinder werden dann niemanden mehr daran hindern, bei Rot eine Ampel zu überqueren. Danke. Ja, dann legt ihr plötzlich das hier aus und sagt das. Schön für euch. Ich kann es nicht. Ich bin das Paradebeispiel für das Versagen unseres Bildungssystems im Umgang mit digitalen Medien. Das Tippen am Computer musste ich mir selbst beibringen und ich habe es mir so richtig scheiße beigebracht. Bis heute tippe ich nur mit den beiden Zeigefingern. Die anderen Finger schlabbern dabei wie totes Fleisch untätig an meiner Hand herum. In jedem zweiten Wort vertippe ich mich. Meine Backspace-Taste ist...